Eine neue Folge MT5. Heute zeige ich euch die 4-4-2-Aufstellung bei den Mali. Viel Spaß damit. Ja, ich dachte, nachdem ich schon für die Drachen und die Celadron ein Aufstellungsvideo gemacht habe, ist es ganz gut, wenn ich das auch für die anderen Völker machen würde. Ich habe mit dem Mali, muss ich direkt sagen, als Disclaimer quasi nicht so viel Erfahrung. Das heißt, es kann sein, dass das jetzt nicht die eleganteste Aufstellung ist, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, die gut funktionieren kann, vor allem wenn man als zweites aufstellt. Das ist hierbei ein bisschen wichtig, da man dann besser reagieren kann, und als Mali-Spieler braucht man ein bisschen Zeit manchmal, und dann ist es gut zu wissen, wo der Gegner schon steht. Das jetzt mal beiseite, zeige ich euch einfach die Aufstellung. Wie gesagt, Aufstellungen sind sehr, sehr wichtig, sich da was Sinnvolles zu überlegen, denn wenn man erstmal zu viele Züge damit verbringt, seine eigene Armee in Ordnung zu bringen, gibt man dem Gegner einfach viel, viel zu viel Zeit, in die eigene Hälfte zu kommen. Und nochmal zur Erinnerung die zwei Ziele: Ich will möglichst in die gegnerische Hälfte, denn da gibt es die Bonuspunkte, und ich will möglichst schnell möglichst starke Kreaturen haben, denn damit besiege ich den Gegner. Bei den Mali, die haben als einziges Volk, glaube ich, so, dass sie für jeden Vierer, der im Spiel ist, einen Triggerpunkt bekommt. Deswegen denke ich, ist sinnvoll, mit 2 anzufangen, denn man bekommt da direkt 2 Triggerpunkte. Und dann bleibt nur noch ein 2er übrig. Das ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn der kann sich schnell bewegen, womit er schnell in die gegnerische Hälfte bekommt. Und der kann die Goldfrüchte, ich sage immer, pupsen. Und damit können wir starke Kreaturen bekommen. Das heißt, wir kommen einfach genau auf die Formel, die wir haben wollen. Wieso habe ich jetzt gesagt, es hängt vom Gegner ab? Wenn der Gegner sich mehr auf einer Seite aufstellt, beziehungsweise seine gefährlichen Figuren wie hier die Dreier vom Jäger auf einer Seite hat, kann es Sinn ergeben, dass wir unseren Sprössling erstmal hier an die Seite stellen, damit der Gegner einfach mehr Zeit braucht, um dahin zu kommen. Denn was wir machen wollen, ist, wir wollen erstmal mit dem 2 nach vorne ziehen. Ist der erste Zug. Und wie gesagt, ich gehe jetzt mal irgendwie hier rüber. Dann bekommen wir im zweiten Zug wieder 2 Punkte. Können uns jetzt schon eine Goldfrucht hinlegen. Hier ist schon die erste Entscheidung, gehe ich noch einen nach vorne. Das ist natürlich etwas offensiver. Oder gehe ich einen zur Seite. Das ist quasi die defensivere Variante, weil der Gegner dann etwas langsamer an mich herankommt. Kommt natürlich auch wieder darauf an, wo der Gegner steht. Auf jeden Fall möchte ich eine Goldfrucht aussetzen, denn im nächsten Zug habe ich schon 6 Triggerpunkte, kann also mit dieser Goldfrucht alles machen. Was hier jetzt extrem gut ist, ist, ich kann die mit einem Würfel zu einem 5er aufwerten. So, und der 5er kann auch auf die andere Seite. Das heißt, selbst wenn mein Gegner es irgendwie schaffen würde, hier beim Sprössling 4 Druck aufzubauen, kann ich mit dem direkt weg. Deswegen ergibt es Sinn, gegen andere Völker, die 4 Druck aufbauen, hier direkt an der Seite zu starten, damit ich halt entsprechend auf die andere Seite auch rüber kann. Während wenn ich hier in der Mitte stehe, erster Zug, zweiter Zug hier hingesetzt, dritter Zug aufwerten, ist das auch eine gute Möglichkeit, um quasi selber schon Druck zu machen. Bietet sich dann aber eher gegen langsame Völker an, die auch selber versuchen, was aufzubauen. Das heißt, gegen die Dämonen zum Beispiel würde ich das jetzt nicht machen, gegen die Celadron vielleicht, und dann kann man mit dem Sprössling vielleicht im zweiten Zug hier hingegangen und dann kann man im dritten Zug hier rüber und dann hier sich noch eine Bohne an den Rand auch legen. Eine andere Möglichkeit ist hier auch, wenn man noch nicht zu sehr unter Druck ist, dass wenn man dann hier Triggerpunkte bekommt, die Goldfrucht mit ihrer Fähigkeit wieder in 2 zu spalten und dann direkt 2 starke Kreaturen innerhalb der nächsten 2 Züge. Man bekommt dann am nächsten Zug ja nochmal 4. Da kann man schon mal auf zum Beispiel 3 runtergehen und sich sogar einen 6er holen. Und dann bekommt man nochmal 2 und dann hat man sogar in den nächsten Zügen direkt 2 Sechser hier stehen. Ist natürlich je nachdem, wie viel Druck man hier unterlegen ist. Wobei man auch sagen muss, der 2er steht hier ja quasi in der neutralen Zone. Das heißt, er gibt nur 2 Punkte und der Gegner muss 2 Würfel verbannen, wenn er ihn schlägt. Das heißt, den kann man gegebenenfalls auch opfern. Wenn man, vor allem wenn man gegen Volk spielt, das gerne alle seine Würfel benutzt, wie zum Beispiel die Celadron. Okay, und das ist eigentlich schon die komplette Strategie. Das heißt, ich überlege mir am Anfang, ist mein Gegner ein schnelles oder ein eher langsames Volk?
überlege mir von seiner Aufstellung, wenn ich die denn schon weiß, ob ich meinen Sprössling und meine starken Kreaturen dann eher in der Mitte haben möchte oder am Rand. Bei Schattenläufern ergibt es natürlich viel Sinn am Rand. Und dann gehe ich zwei Felder vor, lege im zweiten Zug eine Goldfrucht. Da dann auch wieder die Möglichkeit nach vorne oder zur Seite. Und habe dann im dritten Zug direkt die Möglichkeit, da ich schon sechs Triggerpunkte habe, hier einen Fünfer oder einen Sechser hinzustellen. Vielleicht auch ein Dreier, eher, vermute ich aber eher nicht. Aber auf jeden Fall schon mal eine sehr hohe Kreatur und habe halt nach drei Zügen schon fast in der Mitte des Spielbretts eine starke Figur stehen. Habe die Möglichkeit zum Rand zu gehen, hier wieder eine zu legen und mehr mit den Schattenläufern zu spielen. Und kann dann entsprechend auch hier meine Fünfer, meine Vierer in Fünfer anwenden, um schneller Schattenläufer zu bekommen. Das kann sich vor allem lohnen, wenn man die außen hin aufgestellt hat. So, ich hoffe, das war hilfreich für euch, falls ihr mal mit den Mali spielen möchtet. Ich werde vielleicht auch noch die 4-6-Eröffnung mit denen aufnehmen. Weiß aber nicht, ob die tatsächlich besser ist und die fördert so ein bisschen einen anderen Spielstil. Ja, werden wir dann sehen. Wenn ihr noch gute Tipps habt zu den Mali, vor allem zur Öffnung, dann freue ich mich natürlich auch bei allen anderen Völkern, könnt ihr kommentieren. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr dem Video einen Like gebt und wenn ihr keine Videos verpassen wollt, könnt ihr auf kostenloses Abonnieren klicken, beziehungsweise auf den kostenlosen Abonnieren-Button. Bis dahin wünsche ich euch erst einmal dann viel Spaß.